So, da verliere ich auch keine Zeit. Alles klar, der hat also irgendjemanden von weitem zugeguckt und hat sich so irgendwas beigebracht. Tanzen oder so. Vielleicht sogar das Kämpfen. Ach, was haben wir denn hier? As the she-wolf licks the sweet honey from Sigmund's face, he bites the wolf's tongue. The she-wolf pulls away, but Sigmund holds on. The chains break and he is free. After his escape, Sigmund lives like us, hidden in the forest. His enemy, King Siggeir, believing him dead, as his sister plots revenge. And for vengeance to succeed, even the great Sigmund needs help. So she sends her sons to him. But their blood is weak and corrupted, and they're put to death by Sigmund. So his sister hatches a new plan, one that is cold of heart, and pure of blood. What the fuck? Wie kann man seinen eigenen Neffen killen? Da hinten, Dillion. Die Sonne geht auf. Kind Freude. Keine Ahnung, wo sie ist, aber sie freut sich. Sie lächelt. Ist, oh, wie schön. Hier bleiben wir. Hier bleiben wir. Guck mal, wie sie sich freut. Schön. Ah, sie genießt ja den Augenblick richtig. Ah, das tut so gut, die mal so zu sehen. Nicht immer nur heulend und kauernd. Schön. Ist jetzt nur eine Erinnerung wahrscheinlich. Sieht auch so aus. Aber... Guck mal, sie ist glücklich. Ach. Ich kann es mir nicht oft kümmern. Es ist schön, die mal so zu sehen. Doch, ist schön. Freut mich wirklich. Ich habe auch schon... Kann man hier rüber? Nein? Na gut. Oh, schöne Blumenwiese. Okay, die Story führt uns leider strikt geradeaus. Ach, guckt's euch noch, wir gucken's noch mal an. Sie ist so glücklich, so happy. Schön. Schönes Lächeln. Oh, wunderbar. Also schon eher was. Schön. Ist das hier Erinnerung, wie sie ihren Liebsten zuerst traf? What's your name? Senua. I haven't seen you before. I'm not... I don't leave home much. Oh. Zeno's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one? Well, I watched you, and... You... learned all of that from watching me? Ist ja schon süß. Me? I'm Dillion. I'm here for the warrior trials. Come and watch. And bring your sword. You can't put it into words. That moment.
When you look into the eyes of the one who is supposed to reassure you, make you feel safe. Back in reality. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. But her world changed the day the Northmen took him from her. Anyone knows that there's no going back to how things were. That there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, and don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No! And all your suffering will have been for nothing! Shut up! Geig dir mal die Meinung, Mädchen, jawohl! Bist nicht allein. Dillion? Is that you? I'll find you, man. I promise. Can you see him? You want to believe. Is he real? Is he there? You're alone in these mountains. Is that Dillion? Nothing lives. Ach Quatsch, wir sind nicht alleine. You won't survive. Vielleicht, wer weiß das schon. Aber wir werden überleben. She met him by the tree. Maybe it's a sign, the tree. What's he trying to tell you? He's waiting for you by the tree. Ist hier irgendwas? Gibt's hier irgendwas? Nee, noch nicht. Okay. Oder? Nee, noch nicht. Da kommt schon bestimmt später was. As Sigmund and Sinfjotli are being buried alive, Sigmund's sister throws an armful of straw into the grave mound. Hidden in the straw is Sigmund's sword, the gift of Odin. They cut their way out of the grave mound and set fire to Siggeir's hall. The king burns to death. Sigmund calls to his sister to come out so that she may live and be honored. She does come out, but only to tell him the truth. That she had slept with him, her brother, to beget a strong avenger. I am not fit to live, she says, and walks back into the fire. Strike vengeance from your heart, Senua, as there is always a heavy price to pay. Alles klar. Wissen wir Bescheid. So, ich wette mit dir, das hat später noch irgendwas zu sagen. Ich laufe einfach mal durch, um zu gucken, ob ich hier irgendwas noch finde an Storymäßig. Hm, da hinten sehe ich doch schon wieder was. Joa, die Königin ist also doch mit ihrem König sozusagen verbrannt, freiwillig, weil sie Schande über die Familie gebracht hat, weil sie mit ihm geschlafen hatte und konnte die Schmach nicht vertragen. Hat sie aus Rache gemacht und woanders hat es geführt? Zur Selbstopferung. And here is the end of Sigmund's story. He was a fierce and great warrior who fought many battles. But one day, an old man came onto the battlefield. Although shadowed by a hood, Sigmund saw that he only had one eye. The man raised his spear, and Sigmund struck at it with his sword, but the sword shattered into pieces. Sigmund then knew that this was Odin, and thus that victory could not be his. He bowed his head and accepted his end. Dying, he tells his wife that she is with child, and that her son will one day make a great weapon out of the fragments of his sword. The sword named Alles klar. Lass mich raten, diese Bruchstücke hier, die sind symbolisch wahrscheinlich für dieses Schwert, was wir vielleicht sogar zusammenfügen müssen, damit wir wieder eine Waffe haben.
Ich tue aber nur mutmaßen aktuell. Ja, ich habe Tu gesagt. Hohoho. Aber das sieht für mich genauso danach aus. Und ja, manchmal kann man auch ein bisschen tuten. Ich wurde in der Schule immer geschellt, wenn ich das gemacht habe. Zweimal Tuten im Aufsatz gemacht und dann wird man gleich angeschissen. Gut, hier geht's wieder runter. Das haben wir. Wir haben recht viel. Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Alles klar. Gut. Gehen wir von hier durch zu diesen Splittern und gucken, was sie wollen. A king in the north forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. But the angry dwarves cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn. And it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tyrfing. I don't recognize this man. Where are we? Where is she? It feels wrong. Where are we now? Okay, sieht für mich so aus, als würden uns die Splitter irgendwo hinfügen, hinbringen, wo wir Prüfungen ablegen müssen. Puh, das könnte ein langer Part werden. Bin ich gleich in den falschen bzw. richtigen Weg gegangen? Then comes the reckoning. Dead in the air, you can feel the dead. Senua, you remind me of a story that the Northmen tell about a young woman warrior. Her name is Hervor, the daughter of a berserker born after he was killed. She's a wild, willful child who teaches herself to fight with weapons. When she learns where her father is buried, her only desire is to reclaim the treasure buried with him. But above all, the sword, Tyrfing. Alles klar, hört sich doch ganz nach uns an. Jo. Zum Glück hat sich die Senua ein bisschen erholt mittlerweile, sieht aber immer noch mitgenommen aus. Die fette Wunde im Gesicht, die ist übel. Mit richtig falschem Weg meinte ich nicht den richtigen Weg zum Ziel, sondern den richtigen Weg zur nächsten Geschichte. Hat man auch gleich gesehen, das X hatte ich noch nicht, weil ich im Privatspielstand mit einer anderen Prüfung begonnen hatte. Und dann habe ich abrupt abgebrochen, das Spiel, und mir gedacht, komm, mach ein Let's Play draus, weil es einfach saugeil ist.
Und ich glaube, mit so einer kämpferischen Dame, das könnte meinen Mädels gut gefallen. Meinen Mädels jetzt nicht im Sinne von meinen Mädchen, sondern meinen Zuschauerinnen. Und ja, gucken wir mal. Ist ab hier jetzt, beziehungsweise diese Prüfung, völlig blind. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Ich habe, wie gesagt, dieses X noch nicht gesehen. Noch nicht gehört. Ich bin gleich zu einer anderen Prüfung gegangen. Hab diese aber auch nicht abgeschlossen. So. Müssen wir jetzt das Mädchen spielen, was ihrem Vater versucht, die Fackel. Kann halt nicht kämpfen oder so. Dillian, I'm here. I'm here for the trials. Like when we first met, remember? I'll find him. Kann ich die Fackel anmachen? Okay. Did you hear that? Nothing. Was that voices? Is that his voice or the voices are dead? Not Dillian. Dillian's calling to you. Can you hear him? Where is he? He sounds like he's getting further away. Hera disguises herself as a man to join a band of warriors and soon becomes their leader. When they come to the island where her father is buried, her men do not want to go ashore. They say that evil haunts the island, and that it is a worse place by day than other places are by night. Fearless, she lands alone. There are many grave mounds, and all of them have ghostly flames burning over them. She comes to the grave mound of her father after passing through these ghostly fires as though they were mist. The flames I passed through were real enough. Damn the Northmen to hell. Alles klar. Die Stimme gefiel mir nicht. Kann ich das irgendwie hier anmachen? Nee, ne? Ich kann nur die Fackeln anzünden. Within the burial mound, Hervor calls on her father to wake from death and bring her his sword. She says that it is not seemly for the dead in their grave mounds to bear valuable weapons. Her father answers with words of warning. You go to your doom. Baleful runes surround you. You have gone mad. You have lost your mind. Your thoughts are confused. It is dangerous to wake the dead. Like I said, she reminds me of you. Dieser Drecksack. Eiskalt angefangen, die Sendung auszulachen. So eine Mistsau. Ich glaube, ich gehe hier richtig. Ich will nochmal zurück. Nein, ich kann nicht. Mist. Ja, stimmt, ich weiß. Hat schon seinen Grund. Ich will nochmal zurück und will in die andere Richtung gehen. Wie gesagt, hat schon seinen Grund, warum ich... Ich will diese Dinge alle finden. Halt doof, ich kann halt hier auch nicht rennen. Vielleicht gibt's hier noch einen. Dillian, there he is. Finally, you found him. What's wrong?
What happened? Can you hear me? Just wait there. Nö, ja, super. Oh, könnt ihr mal aufhören? Alter, das geht mir ein bisschen auf den Sack. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich werde das schon richtig machen. Meine Güte. Manchmal... Also die Stimmen, weißt du, die auch im 3D-Sound, deswegen rate ich jedem mit Dingsbums anzufangen, das Let's Play mit Kopfhörer zu hören. Ist an sich schon sehr geil. Aber es gibt eine Sache, die halt manchmal schon, die ist halt saugeil, aber die fuckt auch ab. Ist einfach so. Und das haben wir, dann geht's hier lang. Es hat nur die Frage, ob es hier lang zu den Dingsbums geht. Nett, dass ich jetzt hier alles abklappe und mich dann verlaufe. Find another way. It's not working. You have to use your mind. Where can you go? You're failing. Find another way. Think. Think. Focus. Use your mind. Where's he gone? He's just... You don't recognize him. Don't doubt yourself. You'll never find it. She doesn't recognize him. Yes, you do. You know. She doesn't. Listen, but his voice is not him. Ich glaube, ich muss da... Ich will leider noch diese Geschichtssteine finden. Ihr seht, ich bin gerade hochkonzentriert. Nicht, weil ich mich nicht verlaufen will, sondern weil ich keine Ahnung habe, wo ich bin. Und ich das sau spannend finde. Okay, hier waren wir schon. Gut, das war eine sehr gute Idee, die Fackeln zu entzünden. Damit weiß ich, wo ich schon gewesen bin. Ich weiß, ich muss ja... der Stimme folgen. Aber ich will ja noch diese anderen Dinge erwischen. Hervor ignores her father's warnings. The grave mound opens. And it seems to be full of fire. Again, Hervor demands her inheritance. But her father warns her the sword is cursed and would be the bane of her family. But he relents and brings her the sword. She leaves the island with it. But the curse holds true. And death would follow in the years to come. And so, Senua, the misdeeds of a father have cursed his daughter. Okay, ich kann... Puh, es wird doch interessant. Ich muss gleich mal das Fenster aufmachen, ein bisschen Luftzug reinsausen. Ich bin so gespannt gerade. Es muss einen Weg da reingeben.
Michi, ich guck mir jetzt mal in Ruhe um. Ich fokussiere mich mal und bin ganz gespannt am Nachschauen. Das S hatte ich schon, okay. Hier soll irgendwas anders sein. Hier ist nichts anders. Da auf der linken Seite war ein Licht. Hab ich doch. Die Fackeln habe ich doch schon alle. Ich bin gerade total überfordert, das merkt ihr auch, weil ich prompt jetzt aufhöre zu quatschen. Ich versuche jetzt einfach mal der Stimme zu folgen. Okay, ich weiß, wo ich weiterkomme. Und mal aufräumen, hä? Ich glaube, da muss ich lang. Ist die Frage, ob ich da lang will. Das hört sich böse an. Ich weiß, dass ich da lang muss, wahrscheinlich. Ich will aber trotzdem noch den anderen Weg gehen. Warte mal, von hier kam ich, ne? Und bin dann direkt nach rechts gegangen. Das bedeutet, ich gehe jetzt mal nach links. Hä? Warum ist da die Fackel an? Bin ich jetzt wieder zurück? Ist das so eine Art Labyrinth, was mich immer wieder zurückrennt?
Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Ach, hört auf, mich auszulachen, ihr Arschgeigen. Ich weiß, wo ich lang muss. Wenn die Stimme mich nicht auslachen würden, weißt du, die können ja nicht in meinen Kopf reingucken. Jetzt habe ich mich richtig verfranst. Toll. Ah, das passt schon. Warte mal, vielleicht muss ich doch dem Licht folgen. Ich will doch bloß alle Steine finden, dass irgendwann alle Buchstaben weiß sind. Hier lang und dann muss er irgendwo hier. Ist das mies, dass man da bei einem falschen Eingang, ich dachte, wenn der Eingang frei ist, ist der Eingang frei, aber boah. Aua. Nein. Siehst du, ich fühl mit. Na super. Wird ein langer Part. Aber die Prüfung mache ich noch. Was ist deine Angst? Dunkelheit. Das war so klar. The darkness in your eyes, child. I met a boy. Boy? The chief had some. No. He said he could help me. It's a trick. He said it could be normal. Normal? Yes. No boy is going to save you. No one can. When they see the rot growing inside you, no. They will turn their back on you. The gods can only fix you through my hand. You're going nowhere. No. You will not defy the gods. Come, child, take my hand. Come, Senua. I am leaving! You cannot escape the darkness. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands! Alles klar, die Prüfung haben wir bestanden. Geil! It's done. You did it, but there's more. Alles klar. There's more. You're tired, but you have to keep going. Daddy wieder setzt. It's not going to be easy.
Das machen wir aber beim nächsten Mal. Die nächste Prüfung. Doch nicht so ein langer Part. Ich dachte, es dauert ein bisschen länger, aber geht. Das R haben wir schon, ne? Hier haben wir alles, genau. Nächste Splitter ist dort. Und dann da hinten und... Jo. Gut, alles klar. Ich würde sagen, ich mache dann hier einen Schnitt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und bis dahin, macht's gut. Bleibt sauber. Euer Graf Wallner. Will come to an end. The sun will grow black. The earth will sink into the sea. The stars will disappear. Fire and water will meet. Flames will play against the sky. The heavens and earth and all the world will be burned. All the gods will be dead. And the warriors of Valhalla and people everywhere. Senua, prepare yourself for Ragnarok. For it is nigh.